Guten Morgen allerseits. Guten Morgen zusammen. Ja, wir laufen heute den nette Schieferpfad und machen uns dafür gleich auf den Weg nach Trims. Jetzt frühstücken wir erstmal. Einen kleinen Hinweis vielleicht noch vorab, wenn ihr den auch laufen wollt. Wir laufen den Weg heute mit einer kleinen Verlängerung. Die Isa hat da im Internet was zu rausgefunden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht so lange fahren für einen Weg, der eigentlich, ich glaube, nur 9 Kilometer ursprünglich war. Ich glaube auch 9 Kilometer oder 10 Kilometer. Auf jeden Fall relativ kurz dafür, dass wir eine Anreise von 1,5 Stunden haben. Ja, jetzt mit der Verlängerung. Ich glaube 13 Kilometer. Ja, glaube ich auch. Ja. Gut vorbereitet, wie immer. So kennt man uns. Ja, dann machen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg, aber jetzt erstmal Frühstück. Ja, heute zum Frühstück gibt es wieder Thunfischsalat. Gut, da ist halt noch kein Thunfisch drin, da sind aktuell noch Kichererbsen drin. Die haben wir zum letzten Mal noch hinzugefügt. Hier ist der Thunfisch, aber Gabriel ist jetzt gerade noch auf Toilette. Deshalb müssen wir warten, um den aufzumachen. Angekommen in Trims und haben geparkt. Parkplatz haben wir ehrlich gesagt nicht so gut gefunden diesmal, aber den wir gefunden haben, der war leer. Also ja, das stimmt. Aber der war auch nicht sonderlich groß, muss man auch dazu sagen. Also das an stimmt. Tagen, wo hier viel los ist, schadet es nicht, noch eine Alternative parat zu haben. Aber hier sind viele Alternativen. Aber es gibt Alternativen, ja, das kann man ja aber noch sagen. Aber der Parkplatz ist nicht gut ausgeschildert. Nee, das stimmt. Allerdings, der Ort ist sehr, sehr klein, also hier gibt es auch nicht viele Alternativen, wo man sich verfahren kann. Ja, wenn ihr diese orange Fahne seht, die wir auch schon gefilmt haben, dann wisst ihr, ihr seid richtig. Ja, einfach Augen aufhalten nach orange. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal los. Ja, wir haben jetzt übrigens angefangen hier mit der Verlängerung. Also ja, wir stehen jetzt nicht auf dem offiziellen nette Schieferpfad. Ja.
man sehen kann, haben wir uns inzwischen hier auf einer Bank niedergelassen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Weges, hast du gerade. Ein bisschen weniger, glaube ich. Haben wir jetzt aber immerhin schon geschafft. Nachdem die Isa ja sagte, wir starten mit ja, diesem Zusatzweg, den Stimmt wir noch ausgewählt haben. Das, oh, jetzt hat sich da irgendwas niedergelassen. Oh. Hallo, kannst du bitte weggehen? So. Ja, das stimmte nicht ganz. Wir sind danach noch ein Stück weit den eigentlichen Pfad, den vorgegebenen Pfad gelaufen. Also 2 Kilometer ungefähr. Ja, und haben dann aber irgendwann den neuen oder den eigentlichen Weg quasi sind wir dann von abgegangen und sind jetzt, wo wir hier auf der Bank sitzen, aber inzwischen wieder auf dem eigentlichen Pfad angekommen. Ja, genau. Und also ich finde es bis jetzt traumhaft schön. Ja, 10 von 10 ja, würde ich sagen. Ne? Also, die Aussichten sind so schön. Hier um uns rum sieht man gerade, glaube ich, nicht so gut. Auch hinter uns sieht man doch, klar, die Blüten. Ja. Also im Frühjahr besonders schön. Übrigens, nicht wundern, ich muss gerade niesen. Ich habe heute tierische Allergie und meine Augen laufen. Ja, aber es ist alles in allem ist es schon sehr, sehr schön. Das kann man nicht anders sagen. Und auch tatsächlich gar nicht voll. Nee, überhaupt nicht. Und das bei dem schönen Wetter. Aber gut, jetzt ist es halt Samstag. Ja. Naja, wir gucken uns jetzt mal den Rest des Weges an und werden vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Ich habe schon wieder ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt. Ich auch. Isabel hat sich ein neues Zuhause gesucht. Ganz schön hier, genau meine Größe. Isabel musste unbedingt noch ein paar Höhenmeter machen. Ich hatte da jetzt keinen Bock mehr drauf. Deswegen bin ich hier unten geblieben. Geschafft. Ja, auf jeden Fall. Aber wir fühlen uns gerade mega verarscht. Wir tracken unsere Wanderungen ja extra auch für euch immer mit Komoot. Und er sagt uns jetzt gerade 250 Höhenmeter. Also ihr habt das doch gesehen, die Aussichten und so, das waren doch keine 250 Höhenmeter. Nee. Vor allem letzte Woche, wo wir ja am Rolandsbogen waren, verlinken wir euch hier mal, da sind wir angeblich 260 Höhenmeter gelaufen. Und jetzt heute 250. Also wir fühlen uns verarscht. Ja, definitiv. Also habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das stimmt, was da steht? Weil also wir fühlen uns, als ob wir wesentlich mehr als 250 Höhenmeter gelaufen sind. Ja, mindestens 350 hätte ich jetzt schon gesagt. Ja. Aber gut. Naja, aber es soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Also wir hatten schon einstimmig auch gesagt, also
Mindestpunktzahl für den Wanderweg jetzt im Frühling auf jeden Fall eine 9,5. Ja, 9,5 von 10. Also es war super, super schön. Besonders halt jetzt im Frühling, wenn die ganzen Bäume blühen und die Rapsfelder. Super toll, tolle Aussichten. Heute an Ostersamstag war es nicht allzu voll. Ja, das stimmt. Und die Verlängerung, die wir gemacht haben, die war auch super schön. Also die war jetzt nicht weniger schön als der Hauptweg. An sich auch super ausgeschildert, keine Probleme gehabt, eine Bank zu finden. Viele Bänke. Klar, die Verlängerung war jetzt nicht ausgeschildert, aber wir hatten trotzdem keine Probleme, die zu finden anhand der GPX-Datei. Würde ich auch sagen, ja, ganz genau, ja. Ja, also gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch, dass man im Sommer, wenn es zu warm wird, halt wirklich aufpassen muss, man ein bisschen trittsicher sein sollte, weil es halt beim Rauf- oder Abstieg schon ja, manchmal ein bisschen abenteuerlich werden kann. Ein paar kleinere Klettereinheiten. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, alles ein kleiner top. Abzug, wir haben keine Tiere gestreichelt. Ja, keine Katze gesehen dieses Mal. Stimmt, auch keine Katze gesehen. Hm. Naja, dafür sehen wir ja die ja gleich, wenn wir nach Hause fahren. Ja. Das werden wir jetzt aber machen. Ja. Ja, wir hatten diese Woche wieder HelloFresh. Und heute gibt es Salbei-Schweinesteaks mit Ofengemüse. Ja, mit Kommentar von Stan. Denn jetzt ist auch schon fleißig dabei, wie man sieht, das Gemüse zu zerfällen. Und ja, ich bin gleich mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, das war's dann auch fürs heutige Video. Wir sagen wie immer danke fürs Zuschauen und... Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und schreibt uns einen netten Kommentar. Wir beantworten jeden. Das ist unser erster Slogan. Ja, der Nils, der hat seit dem Abendessen einen Clown gegessen. Also, ja. Naja, wir sehen uns nächste Woche. Ja, bis dahin. Tschüss.